Heute kannst du entscheiden, wer mit seinem Format zum Thema Nachhaltigkeit oder Recycling ein Jahr lang bezahlt als YouTuber arbeiten kann. Muss ich das so an einem Stück machen? Zumindest ein Satz. Herzlich willkommen zu LMN sucht den Super-YouTuber oder auch LMN's Next Top-YouTuber. Wir haben schon mal alle Bewerbungen durchgesehen und suchen uns heute aus einer Vorauswahl die Top 20 aus. Das Ganze funktioniert so, jeder von uns hat einen Buzzer und wenn das Video gefällt, dann wird fleißig gebuzzert. Okay, sag einfach. Eure Videos haben uns ganz schön aus den Latschen gehauen, vor allem Caro, die ist leider krank. Gute Besserung! Deswegen müssen wir auch alle drei voten, damit es einen Kandidat in die engere Auswahl schafft. Zusätzlich haben wir noch eine Wildcard, damit können wir einen Kandidaten direkt ins Finale befördern. Für die Auswahl haben wir uns die folgenden Kriterien überlegt. Erstens, wie gut gefällt uns euer Format? Zweitens, seid ihr unterhaltsam und könnt informieren? Drittens, können wir uns vorstellen, dass man darüber 24 spannende und coole Videos machen kann? Und viertens, habt ihr euch an die formalen Kriterien gehalten, wie zum Beispiel Videolänge oder aber Einsendeschluss, wobei wir da auch mal ein Auge zudrücken werden. Genug geredet, jetzt geht's los! Hey, ich bin Alex vom Kanal Gutmensch. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich meinen Job als Mediengestalter an den Nagel gehangen. Ja. Lärm. Lichter. Menschen. Tokio. Doch wie schneidet meine neue Heimat bei dem Thema Nachhaltigkeit ab? Das ist Green Tokio. Hey, ich finde die Idee gut. Ja, ich bin auch dabei. Denn DIYs gehören jetzt schon zu meinem Leben. Mein Thema für Lass mal nachhaltig ist der Selbstversorgergarten. Der Garten ist doch das Wohnzimmer des Sommers. Guter Gartenkandidat. Ich bin der Pferdroschi. Pferd. Obst einmachen wie die Oma. Mutis Brotmesser. Ich würde mich freuen. Leute, wir haben so viele Einsendungen bekommen von Menschen, die halt sagen, sie wollen nachhaltig leben. Und dafür gibt es einfach zu viele kreative, coole Ideen mittlerweile noch. Es heißt die Vegan Night Show. Sie macht allgemein eine Show, oder? Ich check's nicht, wie es ablaufen soll. Also, sie ich hätte gerne mal ein Beispiel davon. Hallöchen. Hi. Und auf der Welt sieht's momentan ungefähr so aus. Wie bei mir. Wir haben nämlich als Familie entschlossen, uns ein Jahr lang mit eurer Hilfe 12 Challenges zu überlegen. Ein Jahr lang keine Zahnbürsten aus Plastik zu benutzen. Ein Kindercamp, welches wir seitdem jährlich für etwa 100 Kids veranstalten. Teilnehmenden für ihre Umwelt zu sensibilisieren. Wow, was ist das denn für Zucchini? Und ich investiere meine Zeit und Energie ausschließlich für das, wofür ich wirklich brenne. Vielen Dank. Das ist so viel Herz. Dann bleib jetzt dran. Oh, geiles Intro. Du hattest schon immer die Idee, dein eigenes ökologisches Produkt zu entwickeln. Echt nicht? Ein eigenes Produkt entwickeln? Ey, wir schmeißen so gute Leute raus, die werden uns alle hassen. Seit nun fast einem Jahr lebe ich vegan. Und entdecke, wie Bio wirklich aussehen sollte. Dass ich meinen Müll ordentlich trenne und mein Gemüse regional kaufe. Lasst uns Nachhaltigkeit mal größer denken. Rethink Nation! Wow. Nachhaltige oder faire Klamotten, wie zum Beispiel, ob sich deutsche Supermarktketten für Plastikreduzierung stark machen. Und das Format würden wir dann nennen, lass mal nachfragen. Ich finde die gut. Du, die kommen locker rüber. Ja. Wow. Das sind die geilen After Effects-Effekte. Und das sind meine Vorschläge. Hui! Wobei T-Shirts aus Holz. Das ist Öko-Jeff. So schnell möchte ich auch mal kochen können. Die Pizza, ne? Bei Pizza. Und vor allem die Liebe zur Natur. Er ist eine coole. Von mir, weil du so ein cooler Typ bist. Ja, hey, liebe, lass mal nachhaltig WG. Wir sind ein Dreifamilienhaushalt. Möchte ich mich zusammen mit euch einem plastikfreieren Leben nähern? Zurzeit gehe ich noch zur Schule und mache mein Abitur. Nein! Nein. Ich habe nur so einen Popcorn. Im Hals? Ihr werdet euch denken, wir sitzen da. Das ist Popcorn. Aber wenn es um Nachhaltigkeit geht, stehe ich noch ganz am Anfang meiner Reise. Das ist gut gemacht. Es ist zuckersüß. Ja. Wie ein Popcorn. Erinnerst du dich noch?
Topf, wo ich Müll gesammelt habe. Da ist auch noch was, eine Flasche. Sowas finde ich richtig scheiße. Meine auch. Geiler Typ. Ich trinke noch einen Schluck. Hallo, ich bin Fridolin, ich bin Upcycler. Jetzt sagt ihr, ja, ist ja schön für dich. Aber das gibt's auch schon auf YouTube. Ja, ich weiß. Wenn ihr keinen Hammer habt, geht auch ein tiefgefrorenes Brot. Ich will in Läden gehen, ich will mit Menschen reden. Ich bin Katha und ich liebe Make-up. Wie nachhaltig Leben Spaß machen kann. Ui, Rückwärtssalto. Backen. Nee, warte, Schweigefuchs ist das. Und ich möchte mit euch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Warum sind Hamburger immer cool? Workshops, Pre-Events und Partys. Wir gehören zum Team hinter Panna. Da ich damit erst vor circa einem Jahr angefangen habe, kann man mich durchaus noch als Nachwuchsreiter betrachten. Das ist unser eigener Peter Lustig. Ich bin Peter Lustig. Alter, ihr dürft vielleicht unser ältester Fan. Was ist das und wofür benutzt man es? Das ist was, was du jeden Tag benutzt. Zahnpasta. Du machst das richtig gut. Be sustainable, sustainable, socially sustainable. Oder auch eine Mehlwurmfarm. Insektenessen ist lecker. Was haben Chicken Wings und Flüchtlinge aus Afrika eigentlich gemeinsam? Du hast diese Kartoffel jetzt erstochen und ertränkt. Sie ist auf jeden Fall tot. Die am meisten CO2 pro Kopf ausstoßen. Wir zeigen euch, wie das geht. Ich treffe Expertinnen und Experten. Sie hat das ganze Ding im One-Tag. Ich finde sie cool. Hallo, liebes Lass nur nachhaltig Team. Psst, wir gehen Containern. Vielleicht sind auch Carsten und Karotte wieder mit dabei. Wie viel Überfluss besitzt du bei deiner Kleidung und wie kannst du diese nachhaltig nutzen? Pass mal auf, das ist total geil. Jeder, der für mich votet, hat die Möglichkeit, mit mir zusammen diese Reise zu unternehmen. Ich gehe mit ihm auf Weltreise. Wir leiten seit diesem Jahr das Kino auf der Nordseeinsel Amrum. Und bin Upcyclerin aus Chemnitz. Aussie Power! Muss jetzt hier in Richtung, ne, Zukunft. Was andere wegschmeißen würden, verwandle ich in Deko oder andere Objekte. Wie zum Beispiel diese Jack Daniels Flasche. Ich bin eine Öko-Tante. Und hier kommt unser Gewächshaus hin. Um eben ein Selbstversorger zu werden. Genau. Selbstversorger hatten wir noch gar nicht. Ist alles rund. Ja. Yes! Bam! Ich bin die Bele, ich bin 24 Jahre alt. Ich möchte mit euch zum Beispiel lernen, was es heißt, nachhaltig shoppen zu gehen. Ich möchte euer rasender Reporter, euer Versuchskaninchen sein. Nachhaltige Lifehacks präsentiere. Ich muss hier. Klausimodo! Ich bin's wieder, euer Klausimodo. Ich will euch zeigen, wie schön Nachhaltigkeit sein kann und wie man über Nachhaltigkeit rhymen kann. Und mal ohne Witz, das ist meine Wildcard, hättet ihr nicht gedrückt. Bitte mit euch 24 Folgen einer improvisierten Online-Show produzieren. Das hat eher ein spezielles Weib, das ist eine andere. Nur die Idee ist schon geil. Komm schon. Gerne. Also irgendwie, ich will jetzt nicht den so richtig safe da reinmachen. Ist okay. Wildcard! Wie viel wissen Sie über Nachhaltigkeit? Was heißt Nachhaltigkeit? Das Format ist quasi eine Schrittanleitung, bei der ich euch an die Hand nehme. Ich finde es, ja. Gebe dem Video einen Daumen hoch. Seit gut einem Jahr reisen wir als Backpacker oder in unserem Campervan um die Welt. Und deshalb haben wir uns entschieden, anders zu reisen. Lass mal nachhaltig! Ich finde von den Reiseleuten her sind das meine Favoriten bisher. Drei sogar, krass. Mama. Das ist zuckersüß. Super geil gemacht. Auf dem engen Austausch. Kann ja noch lernen. Wir wollen euch nicht nur spannende Themen erklären, sondern auch Selbstexperimente, um Nachhaltigkeit in euren Alltag zu integrieren. Und zusammen als WG wollen wir uns mit dem wertvollen Rohstoff Plastik auseinandersetzen. Ich finde die Idee ganz gut.
Wir sind Make Mal, ihr seid Lass mal nachhaltig. Ach krass. Ja. Dafür reise ich mit meinem Segelboot um die Welt. Unterwegs sammle ich Müll. Irgendwie. Leute, wisst ihr was? Gesägt, geschraubt, geleimt und lackiert. Und am Ende stand unser wunderschönes Sonnensystem. Es selbst, wenn ihr nicht gewinnt, wir kommen mal vorbei. Lass mal nachhaltig, viel zu viel Konsum. Lass uns was verändern. Ich werd geile Videos schneiden und rendern. Ging raus in alle Cutter. Wie ihr mit einfachen Tricks und einer Nähmaschine euer Leben nachhaltiger gestalten könnt. Boah! Ja, dann machst du auch. Und von allen, die Richtung Mode und so weiter gehen, finde ich sie am coolsten. Ja. Ich finde sie super sympathisch. Und sie und das schön, ja. Sie ab, ja, hat halt nichts mit Nähen zu tun. Denn die Filmbranche ist einer der größten Umweltsünder weltweit. Ein Jahr lang möchte ich die Bewegung Fridays for Future begleiten. 18-Jähriger, der das alles macht? Holy shit. Tinder Date geht nachhaltig. Mit den Jungs feiern geht nachhaltig. Damit wir nicht nur rumlabern, spenden wir jeden Monat 500 Euro an eine nachhaltige Organisation, die ihr auswählt. Neuer Scheiß. Ich möchte euch nicht einfach irgendwas erzählen, sondern sorgfältig recherchiertes Fachwissen und Studien auswerten. Da werden wir Ingenieure brauchen, da werden wir Umwelttechniker brauchen. Das sind wir und wir starten ein Nachhaltigkeitsprojekt über unsere Stadt. Mein Freund Markus und ich bauen auch gerade noch ein Tiny House. Deshalb würde ich gerne auf diesem Kanal hier mitmachen. Einerseits würde ich euch sehr gerne mit in meinen neuen Tiny House Alltag nehmen, zeigen, was ich alles dazu lerne. Ich würde mich so doll freuen. Ich wollte so. Woran fehlt? Ich weiß nicht, waren ein paar fetzigere irgendwie dabei. Aber die Idee ist halt auch wieder so cool. Aber ich tue mich ein bisschen schwer. Nee. Erstmal voll geile Einsendung, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Und sind jetzt alle durch, haben fleißig gebuzzert. Wir sind vor allem durch. Wir sind auch durch. Das sind also die 20 Finalisten, die jetzt die Chance haben, auch euch zu überzeugen. Deswegen votet für die Teilnehmer in unserer Playlist, indem ihr den Videos einen Daumen hoch gebt. Ihr könnt natürlich auch für mehrere Videos voten und vergesst nicht, eure Favoriten zu teilen und zu unterstützen. Am 14. März endet die Abstimmung um 20 Uhr. Dafür gehen wir 19.30 Uhr live, um mit euch gemeinsam die letzten Minuten zu zittern und den Sieger am Ende zu feiern. Wir danken auf jeden Fall allen, die mitgemacht haben und seid nicht enttäuscht, wenn ihr heute leider kein Foto von uns bekommt. Es war ein knappes Rennen. Aber am Ende kann halt nur einer Elements Next Top YouTuber werden und nur einer kommt auf den Kanal der nachhaltigsten WG Deutschlands. Ich bin jetzt gar nicht so glücklich, weißt du? Denn jetzt haben wir uns 600 Bewerbungen durchgeguckt und man hat so viele coole Leute gesehen. That's life. Das tut so weh. Sorry, my friends, but this is not possible. There's the door. Oh. Go out.